الله سبحانه وتعالى sagt, أذلة على المؤمنين. Wo ist diese أذلة على المؤمنين, diese Barmherzigkeit, die Liebe? Islam und Dawah beginnt, indem jeder von uns an seinem Charakter arbeitet. Islam und Dawah beginnt, indem jeder daran arbeitet, seinen Charakter zu ändern. Die Leute haben es satt von viel Reden. Die Leute haben es satt, dass du denen sagst, wir und wir und wir und wir. Die wollen was? Die wollen Taten sehen. Die wollen Taten sehen. Und genau so kam auch der Islam in der Zeit des Propheten a.s. und in der Zeit des Sahaba radiallahu anhum auf der ganzen Welt. In Indonesien, und das kennt ihr auch alle die Geschichte, die Leute in Indonesien haben den Islam angenommen. Warum? Weil sie wahrhaftige, gute, respektvolle Menschen kennengelernt haben. Die Muslime sind zu diesem Land hingegangen und wollten Tijara machen, Handelarbeit betreiben. Bemerkenswert war, dass man die Reittiere der Muslime vermummt gesehen hat. Yani deren Schnauze war schon zugebunden. Und die Leute aus Indonesien haben sich gewundert, was ist, warum? Wo sie gefragt wurden, haben wir die Antwort bekommen und gesagt, wir sind gerade in einem Land und dann gerade in diesem Ort, wo wir sind, ist nicht unser Eigentum. Und wir befürchten, dass unsere Reittiere zu sich Essen nehmen, was nicht unser Recht ist, und somit wir das Recht von euch nehmen. Deswegen binden wir deren Schnauzen zu, sodass, wenn wir eure Ortschaft hier verlassen, dann geben wir denen einfach das Futter, was denen auch erlaubt ist. Ich mache gerade mit jemandem eine Tijara, und wenn er schon über meinen Garten oder Besitz so denkt, wie kommt er drauf? Mit was für einem Verstand, was hat ihn dazu geprägt, dass er so ist? Weil man kennt das ja üblicherweise von Tijara, und wenn es um Geld geht, so, nimm so viel, wie du kannst. Und dann wundert er sich, warum meine Kinder so viele Krankheiten haben und warum ich so viele Eheprobleme habe und warum ich... Wenn Haram versorgt wird, wundere dich nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Haram-Versorgung dir das wieder geben oder zeigen wird in der Gesundheit deiner Kinder, deiner Familie oder. Deswegen, barakallahu fikum, sollten wir wissen, dass der Islam braucht nicht nur Leute, die predigen und reden, sondern der braucht mehr Leute, die den Islam ausleben und den Islam nach außen zeigen. Und glaub mir, das ist viel effektiver als schon als sprechen. Deswegen gebe ich mal das Beispiel. Die mündliche Dawah, das heißt die Wiedergabe von Hadithe und Erinnerungen und so weiter, sollte in deinem Alltag, wenn du einfach andere Leute von deiner Religion überzeugen möchtest, nicht mehr als 20% nehmen. Nicht mehr als 20% nehmen. Und die 80% solltest du durch was beweisen? Durch deinen Charakter.